Hey, ich nehme an, du warst völlig fertig, als du Bob gesehen hast, so total zerstückelt. Hast du gekotzt? Nein. Eigentlich habe ich gar nichts empfunden. Nicht mehr, als wenn du eine überfahrene Katze siehst. Du hast total unter Schock gestanden, ne? Ja, wahrscheinlich. Speisekarte geht, aber ich kann da nichts angucken. Wein, rot-weiß und dieses komische rosa Zeugs. Stimmt, ja, das habe ich noch gar nicht gelesen. Wahrscheinlich Rosé. Gut, da geht nichts mehr. Wie komme ich dazu? Dann musst du wahrscheinlich daheim noch irgendwas machen. Ergibt zumindest Sinn. Schauen wir kurz, ob wir hier irgendwo ein Werkzeug finden. Hinlegen oder sowas vielleicht? Geht das? Sollen wir mal gleich gucken? Nagel? Nee. Gut, da ist nichts. Hinlegen geht nicht. Hier gucken geht da auch nicht. So. Die die Psychiaterin nochmal anrufen vielleicht? Was ist denn das hier eigentlich nochmal genau? Ah. Interesting. Sonst ist hier nichts mehr. Die Bücher auch nicht. Blob vielleicht nochmal? Auch nicht. Blob geht auch nicht. Vielleicht jetzt, nachdem ich ein Traumbaum war, vielleicht ist jetzt die Frau aus dem Dings raus. Post wirst du wahrscheinlich keine haben, ne? Nochmal Post? Ich hab doch den Tag schon Post geholt, oder? Stimmt eigentlich, ja. Aber schau mal einfach mal, ich meine. Nee. Nee, okay. Nichts. Ah ja. Ich komm. Schleichaktion, was? Das ist dein Vorhaben. Ah. Da ist was. Ich glaube, ich muss jetzt da drüben anrufen bei jemand anderem. 6100. Oder du rufst Bob an. Nee, der ist doch tot. Die ist doch in meiner Box. Ich muss jetzt bei mir anrufen. Genau, ich glaube, da gibt es jetzt jemand anderes aus. Klar, das wäre wirklich schlau. Ruf mal Bob an. Okay. Bobs Box. Ach, verdammt. 6144. Ja. 6114. 6114, genau. Ich hätte schon fast gedacht. Oder beim P.A. Warner, dass er aus dem Büro rausgeht. Der Paul? Nee, der P.A. Warner. Das könnte Paul sein, oder nicht? Ja, das wird höchstwahrscheinlich Paul sein. 696, ja. 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 Hallo, Mr. Warner, hier ist Tom. Wir brauchen Sie im vierten Stock im Konferenzraum, sofort. Aha. So, jetzt komme ich in sein Büro zumindest rein. Und er geht in die falsche Richtung. So. So. Gut. Das hier können wir nur einmal anschauen und das müssen wir uns merken. Machen wir mal. Carpe diem. Nutze den Tag. Echt toll. Dann nutze ihn schön, Warner. Na gut, das ist leicht zu merken. Ja, aber man muss wissen, dass man sieht, dass man das merken muss. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist er abgeschlossen. Nee, nicht einmal. Wahrscheinlich hat er vor die Schublade nicht zugemacht, als er ihn abgeschlossen hat. Schlüssel? Vielleicht ist der Schlüssel für das Kind. Ja, ich denk's auch fast. Hä? Zwischensequenz? Da ist sich immer Was soll das?
Ich frag mich, was du während meiner Abwesenheit in meinem Büro zu tun hast, Curtis. Ich wollte nur... Hör auf mit dem blödsinnigen Gestammel! Du steckst deine Nase in Dinge, die dich nichts angehen, mein Junge. Tu dir einen Gefallen und begehe nicht den gleichen Fehler wie dein Vater. Ich finde es traurig, dich zu verlieren. Verzeihung, Mr. Warner. So, und das probieren wir jetzt gleich aus mit dem Schlüssel, weil ich bin der Meinung, das war der Schlüssel. Könnte zumindest sehr logisch sein, ne? Weil das nämlich auch ein kleiner Schlüssel war. Richtig. Genau. Husa! We got it. So, schön, schön. Was ist dahinter? Netter Hammer. Sollte dringend zur Psychiaterin. So, wir haben jetzt diesen komischen Kasten und ich weiß auch noch zum Glück, was wir damit anstellen müssen. In den Fluss schmeißen. Weil den kriegen wir nämlich nicht auf. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen heim. Ist auch sowas, beim ersten Mal hat man da echt lang gebraucht, bis man sowas rausgefunden hat. Aber gut, dass Daniel das noch weiß, weil ich hätte keine Ahnung mehr. Wir verwetten ihn mit sich selbst erstmal. Donk. Weil jetzt stellt er ihn nämlich auf den Tisch. Alter Lumpen. Gut. Schauen wir uns mal kurz diese Akte an. Oder erstmal kurz diesen Lumpen. Und jetzt gucken wir mal kurz in die Akte rein. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen lesen. Macht ja nichts. So, nee. Ah, für seinen, von seinem, an seinen Vater. Genau, an Jonas Craig, sein Vater. Warte mal, bevor du das machst, tust du mal die Shisha zurück, die ist tot. So, Jonas, was ich am meisten gefürchtet haben, ist nun tatsächlich wahr geworden. Das Militär hat nicht nur die Zuschüsse für das Schwelle-Projekt gestrichen, es verlautete sogar, dass eine Untersuchung durch das FBI hinsichtlich unserer Forschungsmethoden eingeleitet werden soll. Mir bleibt keine andere Wahl, als das Schwelle-Projekt auf unbestimmte Zeit zu stoppen. Als Leiter dieses Projekts erwarte ich, dass Sie diese Situation mit Takt und Diskretion behandeln. Offen gesagt mache ich mir Sorgen um Sie, Jonas. Sie wussten doch, dass große Opfer gebracht werden müssen, um dieses unglaubliche Wissen zu erlangen. Ihr ständiges Gerede über ihr schlechtes Gewissen finde ich da jetzt ziemlich ermüdend. Sie stecken genauso tief wie wir anderen in dieser Sache. Sie müssen Ruhe bewahren und alles, was mit Projekt Schwelle zusammenhängt, unter striktem Verschluss halten.
Es würde mir sehr leid tun, wenn ich mich von Ihnen trennen müsste, Jonas. Gezeichnet, P.A. Warner. Ich gebe dir eine 2+. Oh. Vom Vorlesen, ja, weil du hast ein paar Stotterer drin gehabt. Ja. Und außerdem hieß das Stricktestem. Abababababa. Mensch. Gut. Das hier in der Mitte bekommen wir nicht raus. Sonderbar. Der Einsatz ist festgeschraubt. Hast du Werkzeug dafür? Natürlich. Schraubenzieher. Ich habe eigentlich gedacht, du brauchst eine Zange dafür. Ah, ich glaube, das kannst du gut. Nee, doch, das schafft er auch so. Naja, das Zeug ist wahrscheinlich alt und verrostet, ne? Nee, doch nicht. Oder auch nicht. Schaffe ich das? Nee. Okay, dann habe ich doch noch nichts. Da steht auch Bob drauf, siehst du das? Stimmt. Links unten. Gut. Machen wir es wieder zu. Gut, wir können nicht mit Blob reden. Können auch nicht in den Spiegel gucken. Ich schau jetzt mal, vielleicht hat jetzt die Ding offen. Sicher, oder? Ja. Wie komme ich dazu? Noch nicht. Noch gar nicht dran. Da ist, glaube ich, auch nichts weiter drauf gewesen. Ich glaube, da ist nie was drauf, was wir brauchen können. Nee, ich glaube es auch nicht. Da ist wahrscheinlich bloß wieder die alte drin, ne? In deiner Box zumindest. Rechts dahinter lauf, glaube ich, dann. Block dich die alte ab. Ah, der Jocelyn, ihr Arbeitsplatz. Da ist nichts weiter. Da ist nie was. Und da hinten würde ich wahrscheinlich die Frau erwischen. Also die Tussi. Höchstwahrscheinlich, ja. Trevor? Nicht einmal. Bobs Spind? Spind. Blödsinn, Box. Lass mal kurz bei der Therese nachgucken. Da ist auch grob nichts. Bob, ja, der Arbeitsplatz ist schon sehr leer geräumt. Ja. Da ist aber was gewesen, oder? Ja. Eine Spitze und ein Knopf. So, wir haben einen Knopf gefunden. Ich weiß zwar gar nicht mehr, warum man den überhaupt braucht, aber... Das ist auch sehr intelligent, von einem Opfer einen Knopf einzupacken. Tja. Ach, Quatsch. Was versuchst du? Ich will... ich hab mich verirrt. Ich will jetzt doch daher. Ja, da holte ich... Okay, geht nicht. Oder geht sogar komplett raus gleich. Gut, ich sage schon mal kurz den Traumbaum. Und dann würde ich mal sagen, machen wir einen Break, weil ich habe langsam Hunger. Richtig. Gehen dann lecker. Asiate ruft. Thailändisch essen. Jawohl. So, das bedeutet, wir machen hier... Ich glaube, der überschreibt, nee, der überschreibt die Safe Games, nicht deswegen weiter 2. Okay. Gut, das hat euch getaugt. Ja, es war auf jeden Fall, also aus meiner Sicht jetzt schon mal ein bisschen Action drinnen, ein bisschen ja, Mystery, doch. Brutalität, Sexualität. Alles, was man sich noch wünschen mehr kann. Ne? Genau. Ja. Aber es wird noch, es wird schon noch cooler. Also noch cooler, ja. Noch also cooler. Es ist ja, denke mal, wenn man zuschaut, ist es schon relativ schön Film. Zum Zugucken. Ja, da kann man nebenbei gut essen. Genau. Also Leute, man sieht sich. Tschüss. Ade.